Preissteigerung, Krieg in Europa und Corona. Die aktuellen Krisen belasten jeden und immer mehr Menschen sind auf Hilfe angewiesen. Ihr Weg führt dann häufig zur Tafel. Dort soll den Bedürftigen geholfen werden, aber auch die Tafel hat finanziell zu kämpfen. Als in der Region ansässiges Unternehmen steht unter anderem die LWG der Tafel immer wieder gerne zur Seite. Wir sind sehr glücklich, dass wir heute 2000 Euro der Tafel hier in Cottbus übergeben konnten. Wir haben, das ist auch nicht die erste Spende, wir haben auch in den vergangenen Jahren immer gespendet. Ja, und dieses Geld ist bei der Tombola zusammengekommen, die Tombola während des Tages der offenen Tür im Wasserwerk Cottbus. Dann haben unsere Kunden gespendet, die zum Konzert im Wasserturm gewesen sind. Und wir haben uns dieses Jahr entschieden, keine Weihnachtskarten speziell zu drucken und zu verschicken, sondern das Geld ebenfalls zu spenden. Und diese drei Summen sind zusammengekommen und haben 2000 Euro ausgemacht. Und wir sind sehr froh, dass wir diese tolle Einrichtung hier unterstützen können. Und Hilfe ist bitter nötig. Denn die Tafel ist nicht staatlich und wird von der Stadt mit 10.000 Euro pro Jahr gefördert. Diese Summe reicht für die knapp 450 täglichen Besucher nicht aus. Hier bei der Tafel des Albert-Schweitzer Familienwerkes Brandenburg ist man sehr dankbar über die Spende der LWG. Doch mangelt es nicht nur an Geld. Lebensmittelspenden sind immer willkommen und auch Ehrenamtliche werden dringend benötigt. Denn Armut ist ein Thema, das jeden etwas angeht. Na, ist total wichtig. Auf der einen Seite freuen wir natürlich uns über die finanzielle Unterstützung, weil wir die dringend brauchen, um unsere Tafelarbeit hier in der Qualität weiterführen zu können. Es ist für mich aber auch wichtig, dass sich gerade auch städtische Unternehmen wie die LWG mit dem Thema Armut auseinandersetzen, weil wir gerade im Moment in einer Situation sind, wo es ganz, ganz viele Menschen erwischt, in die Armut zu geraten oder armutsgefährdet zu sein, die vor einem Jahr vielleicht noch gar nicht damit gerechnet haben. Mit Hilfe der LWG bleibt zumindest der Kühlschrank bei der Tafel in der Vorweihnachtszeit befüllt. Geöffnet ist die Tafel auch von Weihnachten bis Silvester. Und wenn ihr helfen wollt und könnt, ob als Ehrenamtliche oder mit Geld und Lebensmitteln, dann meldet euch doch bei der Tafel.